Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Entensportfreunde. Wir heißen Sie recht herzlich willkommen zum 14. Lüner Entenrennen in der Corona-Variante. Heute auf dem Wasser 15 3 Meter große Rennenten, austrainiert und gefahren von Kanuten des Lünener Kanusportvereins, gesponsert von örtlichen Einzelhändlern, die wir Ihnen gleich noch einzeln vorstellen. Die ganze Aktion findet wie jedes Jahr statt für den guten Zweck, und zwar in diesem Jahr zum einen für die ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Lünen unter dem Dach der deutschen Kinderhospizvereine. Dann wird von dem Erlös des Rennens bedacht die NCL-Stiftung eine Forschungsförderung gegen die tödliche Kinderdemenz und auch das Raus aus dem toten Winkel-Projekt, was Grundschülern eine Verkehrserziehung angedeihen lässt, wird aus den Erlösen gesponsert werden. Für dieses tolle und in Lünen etablierte Entenrennen konnten wir auch in diesem Jahr in der Öffentlichkeit stehenden Schirmherr gewinnen, nämlich ein kleine Frau und den Bürgermeister der Stadt Lünen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen, in diesem Jahr findet nicht nur die Lünsche Mess an diesem Wochenende nicht statt, sondern auch das traditionelle Entenrennen kann leider in seiner gewohnten Form nicht stattfinden. Die Veranstalter, die Old Taylors zusammen mit ihren Kooperationspartnern, haben sich aber auf die Suche nach einer Alternative gemacht, und ich darf sagen, dass es ihnen wirklich gelungen ist, ein ganz besonderes Entenrennen hier heute zu initiieren. Es werden 15 Großenten hier auf der Lippe um die Wette schwimmen, und es haben wieder ganz viele Lünerinnen und Lüner die Patenschaft übernommen und hier gespendet. Ich bin sehr dankbar, dass es immer wieder Menschen in unserer Stadt gibt, die sich hier engagieren in ihrer Freizeit und die es dadurch möglich machen, dass wirklich ein guter Zweck verfolgt wird. Jetzt bin ich gespannt, wer hier das Rennen macht. Ich würde sagen, möge die schnellste Ente gewinnen. Glück auf! Die Startaufstellung für das heutige Rennen. Austrainierte Rennenten, 15 an der Zahl, aufgereiht in 4 Startreihen. Hier einmal für Sie der Überblick. So, wir sehen die Enten auf die Startlinie zutreiben, an der auch der Bürgermeister gleich das Startsignal geben wird. Das Ganze ist, wie uns ja auch die Profikanuten, nicht zuletzt die U23-Weltmeisterin Jule Hake berichtet, nicht ganz leicht zu steuern, wie man auch sieht. Wir wollen sehen, ob zum Beispiel auch Jule Hake ihre Erfolge, die sie im Kanusport errungen hat, auch im Entenrennsport fortsetzen wird können. Wir dürfen gespannt sein, noch sortieren sich die Enten. Es ist angespannte Vorfreude auf das Rennen, das stattfinden wird. Von der Startlinie bis zur zweiten Brücke freuen wir uns auf ein spannendes und faires Rennen. Das Ganze wird begleitet von den Kanuten in Form gebracht. Der Bürgermeister wird gleich das Startsignal geben, die Rennenten. Hier handelt es sich um ausgewachsene Rennenten, extra angefertigt für das heutige Entenrennen, gebrandet mit den jeweiligen Sponsorenlogos. Herr Bürgermeister wird jetzt unmittelbar das Startsignal geben. Die Rennstrecke wird freigemacht. Da ist der Start gelaufen. Und wir sehen direkt vorne die Ente mit der Nummer 12 im Rückwärtsgang, leicht in Vorsprung. Wir sehen die Ente mit der Nummer 8 auf Kurs zum Ufer. Was ist da los? Luft ist überall ausreichend vorhanden, gefüllt natürlich mit spezieller Rennluft heute Morgen. Ja, das Feld noch dicht beisammen, noch zeichnet sich hier kein Favorit ab, noch paddelt auch keiner in Front. Die Strömung der Lippe heute wie bestellt, renngerechte Temperatur. Alles strenge Regularien des Internationalen Entrennverbandes unterworfen. Wir sehen hier leicht auf der linken Seite die Ente mit der Nummer 2, noch ein wenig in Lauerstellung, aber doch mit einem Entenbürzel Vorsprung schon fast. Weiter da vorne die Ente mit der Nummer 11 von Kanne und der Fleischerei Schaborn. Auf der rechten Seite die Ente mit der Nummer 13, am Ufer schleicht sie vorbei. Oh, da streift sie die Rosenhecke am Ufer. Die Nummer 8 im Rückwärtsgang, vielleicht aerodynamischer, man weiß es nicht. Eine Taktik, wir werden sehen, ob die Taktik aufgeht heute. Das Feld lockert sich ein wenig auf. Die Ente mit der Nummer 8 setzt sich ein wenig ab. Die Doppelente mit der Nummer 3 im Feld. Gefahren von Alia Gerlach und Tabea Schimanski.
Wir sehen die Startnummer 1 schon in leichte Kämpfe verwickelt mit dem Nachbarn. Das ist im fairen Rahmen des gebotenen Abstandes noch in Ordnung. Die Rennleitung hat schon einen kritischen Blick auf das Geschehen aufgenommen. Und in Führung nach den ersten 30 Metern die Ente mit der Nummer 8. Gefahren von Jan Schulze. So, kurze Rücksprache mit der Rennleitung. Ein kleiner Dreh hin zum Kollegen in Ente Nummer 13. Wie wir sehen, läuft das Ganze doch sehr fair ab. Man hilft sich gegenseitig auch, die Abstände einzuhalten. Eine Ente hinten weit abgeschlagen. Nein, das ist die Safety Duck. Das ist kein Problem. Am Ende des Feldes sehen wir die Ente Nummer 2. Ist das vielleicht ein Reifenschaden, ein Gummischaden? Wir wissen es nicht. Warten wir ab, vielleicht ist es Renntaktik. Die Ente der Werner Tiernahrung, Norbert Bassner, Garten- und Landschaftsbau, gefahren von Sarah Milchau. So, das Feld formiert sich nunmehr. Sehen wir immer noch vorne die Nummer 11, einen leichten Führungswechsel. Nummer 3 ist überholt worden. Die Ente der Bäckerei Wilhelm Kanne und Fleischerei Schabaum, gefahren von Max Steiner, überholt auf der rechten Außenbahn. Dicht gefolgt von Nummer 9. Nummer 9 allerdings im Pult gefangen. Doch rechts daneben, zwischen Ufer und dem Führenden, versucht sich die Ente mit der Nummer 7 durchzudrängen. Vom Bauverein Lünen, gefahren von Henning Dauster. Da kommt jedoch die Rennleitung. Gab es einen unfairen Abstandsschlag? Im engen Pulk rund um die Führungsspitze, jetzt auf der linken Seite mit viel Platz, die Ente mit der Nummer 4, Optik Schnurbusch, gefahren von Jule Hake. Da wird noch eine Hilfestellung angeboten von Ente mit der Nummer 3, gefahren von den beiden Damen Alia Gerlach und Tabea Schmanski von der Sanitär Jürgen Wrobel Ente. Die Rennleitung versucht, das Feld noch ein wenig in Form zu halten. Ist jetzt der Weg frei für die Ente mit der Nummer 8. Gebrüder Möller, Containerdienst und Elektrostrom, gefahren von Jan Schulze. Doch so will er die Enten-PS auf die Ast bekommen. So, zwei Drittel des Rennens sind geschafft. Das Feld ist immer noch dicht dabei. Die Ente Nummer 2 holt noch mal Anlauf zum Endspurt über die letzten 40 Meter. Die Ente Nummer 14, Volksbank Lünen, hat die rote Laterne abgegeben und wird soeben von der 13, die mit außerordentlich großer Geschwindigkeit von hinten ankommt, überholt. Führend im Moment, kaum auszumachen, aber die Ente mit der Nummer 9 mit einem Entenbützel Vorsprung vor der Nummer 11. Jetzt auf der linken Außenbahn die Ente mit der Nummer 3. So, der Endspurt, die letzten 30 Meter in Front mit einer Bürzellänge Vorsprung, die Ente mit der Nummer 6.
in der Mitte noch Favoriten auf den Gesamtsieg. Ente Nummer 9, Ente Nummer 4 und die Enten 10 und 1 rangeln um die Positionen. Bei Ente Nummer 12 geht ein wenig der Treibstoff aus, wie mir scheint. Sie versucht, sich vom Feld treiben zu lassen. Ente Nummer 6 nimmt Schwung auf für den Zielspurt. Wienold und Horstmann. Tom Schulze atmet noch mal durch für den Endspurt. Jetzt kommt ein Pulk auf den Führenden auf. In der Mitte die U23-Weltmeisterin im Kanu, nicht Entenrennsport. Jule Hake, Hörakustik Schnurbusch. Daneben die 10, Hülpert, immer PS-stark unterwegs, aber reicht es auch für Entenstärken. Links daneben die Ente Nummer 1 vom Cityring Lünen. Ein spannendes Rennen auf den letzten 30 Metern. Jetzt ist die rechte Außenbahn frei für die Ente mit der Nummer 9. Von Maximilian Hiller, Rogge Garten Landschaftsgestaltung Giesebrecht. Noch schonen sich die Piloten für die letzten Meter. Wer hat die meisten Körnchen? Wer hat nicht zu früh das Rennen schnell gestartet? So, jetzt hat die Führung übernommen, die Ente mit der Nummer 4. Da dicht gefolgt von Ente mit der Nummer 10, Nummer 1 leicht müde abgeschlagen. Da hängt da ein Bürzel, man weiß es nicht. Wird die Ente Nummer 1 noch nachlegen können, um das Ding ins Ziel zu bringen? Der Kampf um die ersten drei Positionen ist entbrannt. Im Feld schon leicht abgeschlagen. Die rote Laterne, die Ente mit der Nummer 2. So, es geht auf die letzten Meter. Ente mit der Nummer 4, pilotiert von Jule Hake und Optik Schnurbusch. Führt mit zwei Entenlängen mittlerweile Vorsprung, dicht gefolgt von dem Pulk der noch um die Positionen kämpfenden Enten. Angeführt Ente Nummer 10, Ente Hülpert, dann die Nummer 1 vom Cityring Lünen, pilotiert von Samuel Schimanski. Reichen die Kräfte heute? Es ist schwer abzusehen, wie viel Kondition einzusetzen gewesen ist an diesem sonnigen Sonntagmorgen. Es ist das erste Entenrennen, auch für die Kanuten. Führende Ente Nummer 4 mit Jule Hake orientiert sich nochmal zur linken Außenbahn. Da sehen wir doch mit ausreichend Tempo und Körnchen für den Schlussspurt. Die Ente Nummer 3 nochmal in der Ruckeltechnik. Alia Gerlach und der Bea Schimanski. Ein Endspurt. Werden sie es schaffen, die Führende noch einzuholen? Die Ente Nummer 7 von Henning Dauster blockiert noch ein wenig den Weg an die Spitze. Aber die Geschwindigkeit von Ente Nummer 3 scheint im Schlussspurt doch ein wenig verheißungsvoller als die Geschwindigkeit Ente Nummer 7. Der Vorsprung schrumpft ein wenig. Nur noch eine halbe Entenlänge Vorsprung. Auf der linken Außenbahn formiert sich noch ein Feld, das am Treppchen schnuppern möchte. Die Ente mit der Nummer 1, die Ente Nummer 6 und Ente Nummer 12 mit der Ruckeltechnik. Jetzt gerade kommt es zu einem Führungswechsel kurz vor der Ziellinie. Die Ente mit der Nummer 10
von Höpert Automobile gefahren, von Erik Göke, hat aufgeholt und Jule Hake überholt. Auf der rechten Außenbahn die Ente Nummer 3, auch mit ausreichend Geschwindigkeit. Die Ente Nummer 7 vom Bauverein, angeschoben von Ente Nummer 9. Ente Nummer 6 auf der linken Außenbahn schleicht sich noch mal an das Führungsfeld heran. Ein spannendes Rennen. In der Mitte nimmt wieder Fahrt auf die Ente Nummer 4 mit Jule Hake am Ruder. Unfair angegangen, jetzt von hinten. Ein spannender Kampf um den Sieg des ersten Lünener Großentenrennens. Wer schafft es, den Vorsprung ins Ziel zu retten? Die Nummer 10 holt stark auf, jetzt in der Mitte, zieht wieder an. Die Ente mit der Nummer 4, Optik, Hörakustik, Schnurrbus. Bis zum Zieleinlauf. Ente mit der Nummer 4 mit einem Hauchflügelvorsprung vor der Ente mit der Nummer 10. Kommt auf der rechten Außenbahn nochmal mit Überschussgeschwindigkeit. Ente Nummer 3. Wird es die Nummer 3 schaffen? Gefahren von Alia Gerlach und Tabea Schimanski auf der Wobelente. Noch die Weltmeisterin im Kanusport zu überholen auf den letzten Metern. Ein spannendes Finale. Da wird nochmal alles gegeben. Geruckelt, geruckelt. Und da ist schon der Zieleinlauf. Bisher unbeständig das Endergebnis des ersten Lünener Großentenrennens im Rahmen des 14. Lünener Entenrennens. Sieger mit der Nummer 3, Ente Nummer 3 von Jürgen Wrobel Sanitär, gefahren von Alia Gerlach und Tabea Schimanski. Ein wirklich spannender Zieleinlauf. Jetzt trudelt das Feld langsam ein. Man sieht, die Athleten sind erschöpft. Die Enten haben alles gegeben. Was ein spektakuläres Rennen. Was für Bilder heute hier auf der Lippe. Ja, wir warten ab. Die Enten sammeln sich jetzt im Park Famé und gehen dann langsam rüber zur Siegerehrung. Spektakuläre Bilder hier. Wir verabschieden uns einstweilen und sehen uns gleich bei der Siegerehrung.